Ich sitze hier mit Manuel Gerres von FIFSTYME. Hallo Manuel. Hallo Esther. Du hast die weltweit erste 5.1 Dolby Surround Compilation namens Dimension One gemixt. Ich habe sie auch schon mehrfach gehört und bin ziemlich begeistert, wie Surround klingen kann, also beziehungsweise wie Clubmusik, elektronische Clubmusik in Surround klingen kann. Kannst du vielleicht einmal erklären, was das Besondere daran ist? Das mache ich natürlich sehr gerne. Erstmal vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Bevor ich aber zu der Einzigartigkeit des Produktes komme, komme ich vielleicht mal kurz auf den Standard, den wir bis jetzt ja haben. Das ist das Stereo. Das heißt also, Musik wird in zwei Teile ausgegeben oder in zwei Teilen ausgegeben, links und rechts. Das kennen wir jetzt von der Stereoanlage, vom Küchenradio und so weiter und so fort. Ist irgendwo vielleicht okay, aber gibt es jetzt auch schon seit mehr als 40 Jahren und ist halt ein Standard geworden, der eigentlich nicht mehr der Zeit entspricht, in der wir gerade leben. Und mit Dimension One gehen wir da jetzt einen Schritt weiter. Wir gehen ins Thema Surround rein, Surround Musik, das heißt also 5.1 Dolby Digital. Und die Erweiterung oder die Einzigartigkeit da ist eben, dass wir Musik jetzt auf 5 Kanäle ausgeben. Das heißt also, wie ich eben beschrieben habe, Stereo 2 ist Surround 5. Das heißt, du hast hinten nochmal 2 Lautsprecher und du hast einen Center Speaker. Und der Effekt, der dadurch entsteht, ist eine absolute Räumlichkeit der Musik. Man hat so eine Art 3D-Klang. Also was wir jetzt im Kino erleben mit 3D-Film, ist das, was wir jetzt im Tonbereich damit umsetzen. Und gerade die Clubmusik eignet sich halt hervorragend dafür, weil sie flächig ist, weil sie viele Effekte und Geräusche drin hat. Und unser Anspruch ist hier im Entertainment-Bereich und gerade im Club-Entertainment-Bereich jetzt den Schritt weiter zu gehen, in die Zukunft zu gehen. Und die Zukunft ist hier 3D-Klang, Surround und das ist Dimension One. Wie in der Presse zu lesen ist, habt ihr die Songs von Künstlern wie Tief Schwarz, Mark Romboy oder Kollektiv Turmstraße in einem ganz speziellen neuen Verfahren in Surround produziert. Wie können die Leute sich das vorstellen? Also es ist ein Verfahren, was wir intern entwickelt haben in unserer Firma und Musiklabel FIFSTYME. Das ist ja ein Berliner Unternehmen. Wir sind ja darauf spezialisiert, Surround-Produktion zu machen. Und wir haben da ein Verfahren entwickelt, das nennt sich Diming. Das heißt, dass wir aus bestehendem Audiomaterial, also zum Beispiel den Stücken, die du angesprochen hattest, von Tiefschwarz zum Beispiel, uns haben die Einzelspuren geben lassen. Das also Einzelspuren heißt wirklich kanalgetrennt, eine Bassdrum, die Hi-Hat, die Rhythmuselemente, die Flächen, die Vocals und so weiter. Das können ja manchmal bis zu 40 Spuren gewesen sein. Die haben wir dann ins Studio gegeben, so unserem Produzenten Henning Flintholm. Und der hat dann in einer kreativen und kompositorischen Art und Weise diese Songs in 5.1 Surround nochmal komplett neu abgemischt. Wir haben das im Zuge der Firmengründung so entwickelt und sind sehr froh darüber, welche Qualität das hat. Und wir reden ja so von HD-Audio, also was im Filmbereich, das hat ja vorhin schon angesprochen, so dieses 3D-Film ist, können wir mit Diming musikalisch mit Produktionen, die bereits bestehen, in Klangqualität umsetzen. Zum Beispiel der Track von Kollektiv Turmstraße, Bootsbrüder, der hat sehr schöne, tiefe Flächen, die aber sich schon bewegen wollen, aber auch nicht richtig können, weil sie schon Stereo schaffen, es ja nur noch links und rechts, das war es ja dann. Und mit Surround wollten wir den Flächen mal Platz geben. Die brauchten Freiraum, die brauchten Spaß. Das konnten wir im Studio umsetzen, das heißt, dass diese Flächen sich jetzt um einen rum bewegen, man fühlt sich wirklich mitten in der Musik und das ist ja das, was Entertainment, was Musik eigentlich ausmacht und das ist das, was wir mit Diming auf der Dimension One umgesetzt haben. Das kann ich nur bestätigen, welche Feedbacks habt ihr denn schon erhalten? Also wir haben natürlich viele gute Rezensionen in der internationalen Musikpresse erhalten. Das war uns auch wichtig, weil natürlich für PR-Kampagnen extrem gut ist, da auch überall in den Medien aufzutauchen. Für uns war aber viel wichtiger natürlich die Feedbacks der Leute, die Dimension One bis jetzt gekauft haben und vor allem natürlich auch der Künstler. Das war ein guter Anspruch von uns zu sagen, wir laden die auch im Vorfeld der Veröffentlichung mal ein ins Studio, damit sie es anhören können. Denn man darf ja nicht vergessen, die Produzenten selber haben ja die Songs schon 100.000 Mal gehört, weil sie im Entstehungsprozess natürlich ständig dabei waren. Und für uns war es einfach schön zu sehen, wie die Leute, wenn sie dann im Studio waren, einen komplett neuen Eindruck von ihren eigenen Songs hatten, die sie schon so oft gehört haben, weil sie natürlich in Surround eine viel größere Transparenz bekommen haben, eine viel bessere Räumlichkeit und es einfach ein komplett neues Hören ist, viel mehr Spaß macht, viel mehr Entertainment ist. Und das sind so die Feedbacks, die uns gerade sehr viel weitergebracht haben. Plus natürlich die ersten Feedbacks von Leuten, die da Menschen mal gekauft haben und zu Hause mal reingehört haben oder bei Freunden, wenn sie sich getroffen haben, gehört haben und uns dann nette E-Mails und so weiter geschrieben haben, dass es eine tolle Sache ist und sich schon auf weitere Sachen freuen werden. Und das werden wir natürlich noch gerne umsetzen. Du trittst ja auch erstmalig als Surround-DJ in Erscheinung. So eine neue Möglichkeit des Auflegens. Wie kann man sich das vorstellen? Also das Surround-DJing split sich erstmal in zwei Teile.
Der erste Teil der Innovation ist ja überhaupt erstmal Surround Sound in den Club spielbar zu machen. Das ist eine lange Arbeit gewesen, da ein Verfahren hinzubekommen mit Tools, die man halt benutzen kann oder die auch jeder kennt, die aber halt anders nutzt, um Surround DJing zu ermöglichen. Und der zweite Teil wäre sozusagen die Kreativität, die neuen Möglichkeiten fürs DJing generell. Denn mir stehen jetzt oder dem Surround DJ steht dann die komplette Anlage zur Verfügung. Das heißt, ich kann bestimmen, welches Element wo im Raum anfängt, wo es endet, welche Sachen sich bewegen. Ich kann Effekte drauflegen, ich kann Noise-Geräusche drauflegen. Das sind also Sachen wie Geräuschkulissen, die dann noch eine ganz andere Harmonie, einen ganz anderen Raum im Club erzeugen können. Und wir gehen fest davon aus, dass das die Zukunft des Club-Entertainment sein wird, eben Surround als das neue Format in die Events und in die Clubs zu bringen. Und das konnte man ja auch zur Release-Party im Cookies Club eindrucksvoll hören. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich weiter über euch zu informieren? Und wie ist denn der Weg jetzt weiter so geplant? Also wir haben natürlich standardmäßig auch eine MySpace-Seite im Internet. Ich denke mal, das werden wir noch einblenden hier in dem Video, die Seite. Das Design ist einfach auch ein bisschen der Dimension One angepasst. Und dort gibt es die Möglichkeit, sich die Tracks, die auf der Dimension One drauf sind, in Stereo zumindest mal als Anspieler anzuhören. Für Surround muss man sich dann natürlich zu Hause einlegen und das komplette Entertainment erfahren. Wir haben auch eine Facebook-Seite, eine Facebook-Fanpage. Die Community wird immer größer, weil die Leute auch viel Informationen gerne weiterhaben wollen, was da passiert. Und wir haben jetzt mit Fifth Dime, die Company, die also dahinter steht, jetzt die nächsten Schritte schon geplant. Also Dimension One ist ja eine Reihe. Es wird eine Dimension 2, 3 und so weiter und so fort geben. Und wir werden jetzt verstärkt die Live-Branche angehen. Das heißt, viel Touren, eine Tourplanung machen. Da suchen wir auch noch verstärkt jetzt nach Partnern, mit denen wir das umsetzen können. Und dann wird es so eine Kombination aus Compilation Release und eben einer Tourplanung, erstmal in Deutschland und dann würden wir es gerne auch weltweit umsetzen. Das sind so die nächsten großen Schritte, die jetzt in diesem Kreis Dimension One und Club passieren werden. Manuel, eine letzte Frage noch an dich. Wie würdest du Dimension One in wenigen Worten beschreiben? Da würde ich mal eine Plattform aus London zitieren wollen, die ein Review über die Dimension One geschrieben hat. Und eine Aussage darin war, dass mit Dimension One und mit dem Fifth Dime Surround Sound Musik wieder Magie erhält, einen magischen Klang bekommt. Und das würde ich mal so als Zitat stehen lassen, denn ich denke, das trifft die Dimension One ganz gut. Sehr schön, danke. Ich habe zu danken.